Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und warum ist das Skit jetzt weg? Hat so. Hallo? Ist gerade auch schon verschwunden. Also keine Ahnung. Taucht mal wieder auf. Das Opfer von Gusios. So, sofort wieder verschwindet. Gucken wir uns das erstmal an. そういえばジュディがあの時バールと飛び込んできたのってグシオスを助けるためか。それはついでどちらかというと逆結界を作ってたヘルメス式のブラスティアを壊すため。よだって結局私にグシオスは救えなかった。グシオスは精霊化にまだ賛成とも反対とも言ってなかったわ。しょうがないよ。 Gut, ja, in der letzten Folge haben wir Gnomen bekommen, gemacht, laut Judy. Und ja, jetzt sind wir hier in Wikia, wo wir das nächste Viech wahrscheinlich machen werden. Und ja, gehen wir mal da rein, weil ich nehme mal sehr stark an, hier müssen wir rein, ne? Hier wäre doch gut für Erde, ne? Aber irgendwie nicht. Reliewiese, Senke. Außer da drin ist irgendwie ein Vulkan oder so, aber er hat Feuer, ne? Na, Wind wird hier passen, ne? Sylph. Ich weiß den Namen. Das ist sehr windig, also Sylph vielleicht. そうね。それしかなさそう。ねえ、バウルで下まで降りた方が良くない？ちょっと危険ね。狭いし、気流の乱れも強すぎるわ。確かに風が強いのじゃ。ここはきっと風の生まれ故郷なのじゃ。じゃあこの谷は風のお母さんなんですね。 Alles klar. Legt schon mal einen Namen, Leute. すごいよ。ずっと下の方に川が見える。川が長い時間をかけて少しずつ地面を削っていって、このような地形になるんですね。まさに大自然の力。一体どれほどの時間をかけて作られていったのかね。 Drei Tage. Unsere Helden, Leute. Alles klar. Ich mache mich auf neue Monster gefasst. Was mir eigentlich gerade recht ist, weil ich sowieso noch ein paar Sachen hier lernen muss. So Fähigkeiten mäßig. Arzt. Nenne ich Arzt, aber Fähigkeiten. Arzt ist wieder was anderes. So, hi. Erste Truhe direkt. Hier so ein Mimik und ich habe meine Boss-Truppe. Du hast glaube ich nichts, ne? Doch. Du hast was. Ah! Jetzt mal, als ich gegen so ein Viech gekämpft habe, das hat irgendwie nichts gehabt. Alter. Jetzt außerhalb der Karte. Schnappt ihn euch. Voll daneben. Ist ja auch ein anderes Kampfthema. Hm.
Nee, klingt genauso wie immer, ne? Also, dritte Kampfthema. So, okay, Galt habe ich bekommen, wie blöd, ich wollte schon sagen. Ein Vampirgebiss. Fortstab, ein Stab, der einst einen berühmten Hexer gehörte. Er kann auch zum Zuschlagen verwendet werden. Fort, das sollte mir irgendwas sagen, wahrscheinlich, ne? Aber tut's nicht. Schnelllandung in der Luft drücken, um sofort zu landen. Ah, das kenne ich. Reduziert den TP Verbrauch durch Arzt, wenn man mit einem Stab ausgerüstet ist. Einfach nur Stab. Ist einfach nur Stab. Mal gucken. Ja, Rahmeneintopf ist schon gemeistert. Was mache ich eigentlich? Wenn man etwa TP oder so halt. Aber ist alles schon hier voll hochgelevelt, ne? So, schottisches Ei, das ist kurz vom Maximum. So, Patty. Wollen wir mal ein bisschen hier hin und her wechseln. Ja, komm. Hi. Du bist neu. Wie heißt du? Gib mir deine Nummer. Musik so leid, wenn ich im Menü bin. So, ich muss euch erstmal alle analysieren. Ne? Also geht mal kurz weg. Todesarmor, wat? Was? Ne? Hast du eine Armbrust als Schwanz, als Stachel? Na, sieht irgendwie aus wie Donphan. So, schon besser. Aua. Alter. Das er vielleicht nicht einsetzen jetzt, weiß er nicht, wird kochen gelingt, nein, gelingt hat nicht, während wir alle voll AP und TP und so haben, und dann ja, dann stehe ich da irgendwie hat kochen vermasseln. Hat Petty eigentlich spezial? Ja, ich sollte mir vielleicht mal irgendwie angewöhnen, ja, spezial von allen anzugucken, die nächste Art. Mein Gott, wie schafft es Repeat so schnell seine TP zu verballern? Haben wir gerade erst begonnen, ey. Also nicht begonnen, aber trotzdem. Das ist ein Kampf und der hat schon all seine TP verballert. Hast du so wenig TP oder was? Hi. Ja. Ja, verreck doch mal. So. Weiß nicht, ob da einige neue Sachen dabei waren. So, spezial. Hast du spezial? War spezial, cool. Dann ist mal ihre mich gerade mal irgendwann ein. Wenn sich es irgendwie lohnt, natürlich. So. Großer Kampf fahren. Hey. Monster sehen immer krasser aus. Macht ja Sinn, ne? Ich meine. Aber trotzdem. Starke Echse. Echt stark, Exe, echt stark. Oh. So, und hier. Alles klar. Mann, nicht schlagen. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie Dings herstellen kann. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Auf Screen hier. Zweitwaffen. Habe ich irgendwie. Ich bin nur bei den Waffen kurz drüber gegangen. Ich glaube, ich habe mir nichts hergestellt. Ich habe eine neue Rüstung für Yuri hergestellt, was sehr gut ist, weil ich den jetzt gar nicht im Team habe. Oh ja. Oh, sehr gut. Ein Sorbi. Ich war schon die stärksten Waffen uns ausgerüstet.
glaube nicht. Je nachdem, wie weit ich hier komme in dem Part, werde ich wahrscheinlich wieder so eine kleine Trainingssession machen, indem ich aber nur gegen schwache Monster kämpfe. Ich werde dann vielleicht mal versuchen, einige Dings hier zu besuchen, einige alte Dungeons, zu gucken, ob da neue Monster gespawnt sind und so. Ich mehr Material info und zusammen kann, was weiß ich. Dieser ein Ort in der Nähe von Aspio. Diese Ruinen oder was weiß ich, was das ist. Guck ich einmal kurz überall nach. So, Kampfhahnklaue, Kampfhahnschnabel, zähes Leder. Das brauchte ich früher immer. So, gucken wir mal. Wenn hier noch was Neues ist, dann kämpfe ich dagegen. Wenn nicht, dann rutsch mir den Buckel runter. So, ich muss ganz nach unten, ne? Also gehen wir es mal hier lang. Jetzt auch nach unten, glaube ich. Du bist nicht neu, also rutschen sie mir noch den Buckel runter. Aber hier geht's auch irgendwie runter. Dreck. Was, Sophie nur? Ach. Sie rutschen mir den Buckel runter. So, verändert gar nicht, hat hier beide Wege irgendwie nach unten führen. Du bist neu, obwohl ich glaube, du kämpfst, du bist auch. Ich muss sowieso gegen dich kämpfen, weil ich nicht vorbeikomme an dich Fettstück. Also, ja, ich habe schon draußen gegen gekämpft, ne? So. In der Normalform, das geht schon mal gar nicht. Kritische Form, ja. Jawohl. Komm mal her. Wupp. Ausgewichen. Hast du den gesehen? Aber richtig Bock wieder aufzunehmen, wenn ich gerade nicht irgendwie, weiß ich nicht. Gerade jetzt hier in der ganzen Corona-Zeit, ja, ich weiß, ich gehe euch jetzt hier auch schon damit auf Nerven, obwohl er schon 24 Stunden am Stück wahrscheinlich in den Nachten so davon hört, aber gerade in der Corona-Zeit, wo wir drin bleiben müssen, habe ich doch extrem viel Zeit eigentlich hier aufzunehmen. Ich nehme das irgendwie nicht wahr. Ich bin jetzt auch schon seit 2 Wochen von meiner Arbeit befreit, weil die auch zugemacht hat wegen Corona. Ich habe eigentlich Zeit. Und ich habe sie ja auch genutzt. Ich habe nur die ganzen Nebenquests und so gemacht, die ganze Offscreen-Arbeit, die hat ja auch schon lange gedauert. Jetzt nicht so, als hätte ich gar nichts gemacht, meine Let's Plays hier zu fördern, ne? Ist gleich tot. Gut. Aber man könnte da noch mehr rausholen, finde ich. Damit ja. Aber ich bin gerade gut im Rennen. Die konnte ich nie herstellen. Wenn mir immer was gefehlt hat, Barmutsträne. Aber ich habe. Das ist jetzt der 4. Part, den ich heute aufnehme. Also es läuft. Wiedergeburt, Glückseligkeit. Ich habe so viele Sachen für Carol, ne? Definitiv mal die ganzen Sachen erstmal lernen nächstes Mal. Das hier muss ich nochmal zurückgehen. Okay, hoffentlich vergesse ich das nicht. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich doch mal die ganzen Dungeons hier abgrasen musste. Um zu gucken, irgendwie, ob ich ja hier so Steine kaputt machen kann, ne? Ich bestimmt einige vergessen. Da gab es bestimmt noch welche irgendwo. Ach, ist hier irgendwann versteckt, ne? So, gegen dich haben wir schon gekämpft. Du bist gerade ist mein heiliger Trank abgelaufen. Irgendwas Neues hier? Nein, tschüss. Während ich mir den Hut richte, du gibst du es nicht. So, warte mal, ein Gigantomonster soll ja auch im Bekehr sein, ne? Wie gesagt, auch irgendwo. Bin schon gerade mal hier so ein bisschen durchgerast durch das Gebiet. Drachenprotektor, den war ich kurz davor mir herzustellen, ne? Oder auch nicht, weil ich den schon ab. Okay, dann ist das nicht der, den ich mehr herstellen wollte. So, okay, was ist das schon wieder? Ehrlich. Langsam traue ich mich echt gesagt nicht mehr, hier die ganzen Sachen herzustellen. Weil irgendwie ein paar Stunden später, ein paar Spielstunden später finde ich die irgendwie immer.
Sollte eigentlich gar nichts hier synthetisieren. Irgendwie. So, 4. So, das waren 3. So, mit 2 Mathe nicht. Ich will die Mystik gerade mal sehen. So, zeig mal. Oh, cool. Was? Okay. Freunde beschwören. Was zum? Ja, okay, bei ihre Angriffe sind ja immer so glücksbasierend, ne? Also so ein Roulette-Spiel als Mystikart, warum nicht? Boah, aber dann gibt es wahrscheinlich Dutzende Sachen, die ich bei ihr sehen kann, ne? Also so Endmöglichkeiten, was ich da bekommen könnte, ne? Die geile Zauber oder irgendwie so was weiß ich. Ich setze Indignation ein oder irgendwie so was, wenn ich auf den richtigen Ding drauf komme. Oder gut, wäre zu Rita passen eigentlich, ne? Ich kann mir genau vorstellen, wie sie Indignation einsetzt, ey. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehrere Mystikarten, ne? Weiß man nicht. Jetzt hat jeder nur eine. Bei Tales of the Abyss war das ja zum Beispiel, du hast irgendwie eine, die konntest du einfach so speziell einsetzen. Boah, Tales of the Abyss, das war schrecklich, ey. Ich glaube, Tales of Symphonia hatte auch einige, ne? Einige mehrere. Problem ist immer nur, die eher zu exekutieren, ne? Da stimmt, du musst es Tales of the Abyss irgendwie. Wollte ich hier Tales of the Abyss, muss das zum Beispiel, weiß ich nicht, und habe ich ja noch nicht irgendwas, was ich noch nicht gekocht habe mit irgendeinem. Nö. Die Überlimit Anzeige, die wäre auch nicht schlecht hier mit Fetti Fischeintopf, ne, wegen mehr und so. Warum ergibt Sinn, was? なんで自分が出した技なのに何が出るかわからないの？それは、それは。それはうちにもわからんのじゃ。これでいいのじゃ。これでいいって。いいんじゃないでしょうか。いいの。そうだね。いいよね。何よ。この馬鹿っぽい会話は相変わらず適当なんだから。そうじゃそうじゃ。これでいいんじゃ。Nein, das ist nicht. Was? Da geht es immer tiefer nach unten. Ehrlich, ich wollte schon sagen. Fettes Stück. Hey. Oh. Ah. Kritja-Reif. Den konnte ich mir auch herstellen. Habe ich auch nicht gemacht. Ey. Leute, hört auf damit. Boom. Einfache Wahl. Ich stelle mir gar nichts mehr her, weil ich immer alles irgendwie ein paar Stunden später kriege. Heldenmantel. Das sieht schon fast so aus wie diese eine Klamotte, die sie immer vorher getragen hat. Hm, ja. Oh. Okay, gut. Sackgasse, immer gut. Ja, irgendwann wollte ich noch sagen, jetzt, ne? Falls das Skit aufgeploppt ist. Naja, Mystikart ist ein Kacke. Tales of the Abyss und Symphonia. Tales of the Abyss, da musstest du bei einigen Charakteren eine bestimmte Waffe tragen, unter 50% irgendwie Schaden gefressen haben und dann irgendwie einen bestimmten Angriff einsetzen, und dann hat sich das irgendwie eine Mystikart eingesetzt. Ja, voll kacke, ey. Tales of Symphonia hat, glaube ich, auch voll. Da gab es auch mehrere Mystikarts, aber die habe ich fast nie irgendwie getriggert bekommen, ey. So, das sieht mir schon irgendwie richtig aus. Und ja, warum nicht einfach einen Knopfdruck und fertig, ey? Da mag ich so an Tales of Graces, Berseria und Co. Kurz, knapp und bündig. Mystic Arts sind kurz, knapp und bündig. Todbringer. Kannst du immer wieder einsetzen. Wird zwar ein bisschen langweilig, wenn du immer wieder siehst nach einer Zeit, aber weil die gerade so oft siehst, aber trotzdem.
Ja, ich muss definitiv hier Fähigkeiten lernen. Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit hier offscreen ein bisschen gegrindet, Fähigkeiten gelernt hat und so, dann hätte ich bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich nie alle Sachen gelernt, ne? Stelle ich mir jedenfalls so vor, ne? Hab ich noch nie im Leben geschafft. Ananas Gummi. Warum habe ich nicht erst eins benutzt und das dann genommen? Was mache ich hier eigentlich? Ich hab's, hab's zu eilig. Habe ich noch im letzten Moment gesehen, ey. Hm, kannst mich mal. Puh. Hab dir den meinen Stinkefinger gezeigt. Nein, hier bin ich richtig. Nein. Ich bin aber nach oben. Das ist eine Truhe. ありがとうなのじゃ。なんでエアルの問題を根本的に解決できるかもしれないんです。エアルを。 エアルの問題を根本的に解決できるかもしれないんです。エアルをマナに変換してね。そうか。だから。デューク転生。エアルを変換。お前たち。世界を作り変えようとでも言うのか。元はといえば人間が引き起こした問題のために。なんという傲慢さだ。 だがエアルの問題を解決しなければ、おしはみが世界を滅ぼしちまうだろう。ベリウスも分かってくれたんです。ウンディーネとなって私たちに力を貸してくれています。テルカリミレースのあるべき形、それはエンテレケイアを含むすべての生物が自然な形で生命を営めるもの。それはお前たちも分かっていいよ。けどエアルを調整しようと頑張ってくれたグシオスも 限界を超えちゃって危なかったんだよ。なあ、ノームに転生してなかったらどうなってたことか。のじゃ。やっぱりまあ、ドフライしますま。で、みんなやつで、ganzen じゃあ、あんたはどうやって世界を守ろうとしてるんだ。お前たちの邪魔はすまい。が、私の邪魔もするな。この先は、この世界で最も古くから存在する泉の一つ。相応の敬意を払うがいい。肝心の話は答えてくれないのね。さらばだ。 Ich bezweifle das. Keine Ahnung, der spricht nur ein Rätsel. Ich sag dafür, dass der Hauptbösewicht am Ende des Spiels. Schon von Anfang an irgendwie in Vermutung. Der kam schon im Intro vor. Also der kam, Alexei kam nicht im Intro dieses Spiels vor, aber Duke kam im Intro vor. Das ist schon verdächtig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hatte genau das gleiche Gesicht wie Patty gerade auf dem. Ich
Wir haben doch schon eins. Also hat falsche Deinomos. Gut. Oh, geil. Oh, geil. Dann ist das Ding. Oh. Da machen die doch jetzt extra. Warum soll ich mir denn überhaupt irgendwas nur herstellen, wenn ich das alles so kriege? Da ist das Ding, das ich bekomme, indem ich von gegen diese Viecher im Kolosseum kämpfe. Oh, jeder auf zum Lärm, cool. Diese Gentlemans. Na, ein, zwei Stunden später und ich bekomme die Dinger auch so. Also, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich mir eigentlich die Mühe, irgendwie sowas hier zu holen? Also, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber warum könnte ich mir theoretisch die Mühe machen? Saturnklaue, cool. Oh, jetzt habe ich die wieder bekommen. Gut. Weiß nicht, konnte man in eine andere Richtung einschlagen? Bei dem Ding? Weiß nicht. Oh Gott. Voll durchgequetscht noch. So, wo bin ich denn jetzt hier, ey? Lauf ich hier so im Kreis? Das wäre sehr gut. Diese Büsche kann ich irgendwie... Diese Büsche sind auch in diesem einen Gebiet. Alexandrit. Erhöht Maximum KP und TP um 25%. Jetzt mal mit durch. Ich tue irgendwie nie irgendwie so, weiß ich nicht. Aktualisieren hier diese Dinger. Gehen wir dir mal mit, du. Unser Tank hier, wäre 7000. Kann man über 10.000 gehen oder so? Das sieht jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre da Platz, um noch eine Zahl dran zu hängen. Aber wer weiß. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Konnte man in einigen Spielen? Ich weiß auch gar nicht mehr. Konnte man in Teils auch spielen über 10.000 AP haben und so oder über 1000 TP? In manchen, oder? Oder konnte man gar keinen bisher? Ich weiß auch gar nicht. Es ist mir gerade entschwunden in meinen Gedanken. Bin ich von hier gekommen? Ja. Meinen großen, weiten Hirn ist das abhanden gekommen, das Wissen. Cool, so, rechts waren wir jetzt, ne? Rechts waren wir jetzt. Ne, hier waren wir noch nicht. Also er ist jetzt nach rechts gegangen. Müssen wir jetzt auch dahin? Oder müssen wir mal links? Das ist jetzt meine Frage. Führt alles hier hin. Okay, da kommen wir aber. Okay. Ach, da war ein Heilspeicherpunkt. Ja, okay, dann machen wir die kurz platt. Wo ich kann sowieso nicht da das Ding, glaube ich, kaputt machen mit meinen jetzigen Dingen, meinen jetzigen Ringen, oder? Ah, gucken wir mal. Vielleicht irre ich mich, ja. Ja, Dreck. Ich baller. Ich im kritische Form? Nee, ne? Angriffsform, glaube ich. Was ist das? Los, hau rein, Alte! Ah! Ja, ich glaube, in Angriffsform macht halt irgendwie nichts, wenn wir diesen Angriff einsetzen, diesen Kochangriff hier, boom, kleiner Chefkoch. Oh, repeat. Okay, gut gemacht, Estelle. Das dauert eigentlich gar nicht so lange, ne? Jetzt, wo wir TP wieder haben, macht Sinn, ne? Da steht doch mal wieder auf. Ja gut, 54 Treffer. Ah, kriegt aber niemand was. Nee.
Ah, ich hab's gewusst. Aber warum hast du es dann gemacht? Ja, weil ich wisst schon. So. Lip. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Ich speichere mal. Aber warum nicht? So, kriegen wir am Ende des Parts noch Sylph? Ich nehme an, wir kriegen jetzt Sylph, ne? Wegen Wind und so, ne? Kriegen wir am Ende des Parts noch sie? Vielleicht, wenn wir Glück haben, ne? Du. Ernsthaft? Ja, fetten. Warum müssen die fetten Viecher immer direkt da platzieren, ey? Das ist so eine Unverschämtheit. Jetzt gehen meine ganzen TP gleich wieder weg. Da ist schon ein Heilspeicherpunkt. Das sagt mir schon irgendwie, dass wir hier schon kurz vor Bosskampf sind vielleicht. Aber vielleicht kommt auch keiner, ne? Bei Undinen kam ja auch keiner. Aber mache ich einfach vor. Wäre zu einfach. In solchen Spielen wird uns doch nie was geschenkt. Da muss der dritte Gegner. Warte, warte, noch einer. Da macht nichts. Geschickform. Wie ich meine Normalform. Geht jetzt mal gar nicht. Boom. Ja, du wolltest ein bisschen angeben, ne? Nee, nee. Krieg ich nicht hin. Was? Echsenfossil, irgendwas. Stimmt, ich wollte ja eigentlich für Patty hier Ding hochleveln. Gericht. Ich habe es aber vergessen. So, Truhe. Oh, noch mal. Schon wieder. So. Na. Geostein. Halt. Einer von uns hat nicht die Sephira ausgerüstet, ne? Ich habe jetzt zwei. Juri hat eine. Die Dinger geben viel Kohle. Deswegen sollte ich die vielleicht mal ausrüsten, wenn ich gegen die kämpfe. Warum bleibst du mal stehen? Haben eigentlich von jenen jetzt eine Mystikart gesehen? Ich glaube ja, ne? Hat sie jetzt zwar von jedem nicht im Kopf. Von Carol haben wir schon von Carol gesehen. Von Flynn haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Von Yuri haben wir auf jeden Fall gesehen. Von Patty haben wir gesehen. Von Repeat haben wir gesehen. Von Raven haben wir von Raven gesehen. Weiß ich nicht. Ah. Ich war gerade bereit. Und noch ein Vampirgewiss. Drachenpanzer. Ich habe mir gerade erst eine Dings neu geholt. So, Reflex. So, warte mal, wir machen das so. Du und du bekommst jetzt die. Nein. Boom. Ja, da wollte ich 278 das stärker, aber ja, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Boah, hier so viele Abzweigungen brauche ich echt nicht. Sternenstab und wir müssen definitiv auch ständige Zeitbomben. Das hat auch Rita, ne? Dann ab und zu den ganzen Kampf hindurch an. Was? Okay. Okay, so wie ich mir jetzt vorstelle, Revitalisierung wird gezaubert, das hält dann den ganzen Kampf an. Das stelle ich mir irgendwie nicht so vor. Da wäre ein bisschen broken. Ja, wer weiß. So. Okay, hier ist eine Sackgasse. Gut. Da geht es aber immer noch weiter. Oh, so viele Abzweigungen. Das ist so viel.
Spätestens wenn der nächste Speicherpunkt kommt, das sieht richtig aus. Okay, das sieht schon ein bisschen richtig aus, ne? Nennt mich verrückt, aber das sah schon so ein bisschen aus wie, ja, hier geht's gleich richtig ab. Wir warten schon alle auf euch. Aus dem Weg, Donphan. Das sieht echt aus wie ein Donphan von Pokémon. Ich hoffe, ihr wisst, von was ich rede, ne? Weiß nicht, tun Leute, die Tales of Spiele spielen, auch Pokémon spielen? Ich weiß es nicht. So. Oh, tut mir das jetzt nicht an, danke. Dachne. Für wen? Die Männers. Ja. Du hast den Drachenpanzer, du kriegst den Drachenwelm dazu. So ein bisschen mit der Mode gehen, ne? So. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch ein Dungeon kommt hier, wenn wir in die Höhle da reingehen, ob da jetzt noch sehr weitergeht, aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt noch rein. Wenn da ein Bosskampf kommt, umso besser, dann wird halt noch so im, ja, angenehmen Abstand sein hier, von was wir hier in dem Part packen. Und ja, wir müssen so oder so noch mal hier durchrennen, ne? Also, wenn wir einen besseren Hexerring irgendwann mal haben, wenn überhaupt. Ich nehme an, das ist das, was uns davon abhält, hier Dinge kaputt zu machen, ne? Was denn sonst, ne? So, da ist schon wieder so eine Quelle. So, ich hole mir mal mein Standardteam, ne? Hatte Dings irgendwas zu klauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber er hat funktioniert so letztens. Also machen wir mal so. Ist auch schön hier. これが最も古くから存在する泉。とても静か、空気も澄んでて、なんだか神聖な雰囲気です。あの岩山の下にこんなところがあるなんてな。落ち着くのじゃ。落ち着いてる場合じゃないと思うんだけど。でも確かに、そこに溜まってるのはエアルよ。相当声は近づかないで。来ましたね。 この人。いや。お城であったのじゃ。クロームだったかの。Schloss。Welches Schloss?アレクセイの敵討ちってわけじゃなさそうだな。Ach ja, die uns irgendwie Dings, genau, die uns geholfen, den zu erledigen, ne? Wenn er nicht zugestimmt hat. え、デュークが何やろうとしてるか知ってるの？あの人は世界のために全ての人間の命を引き換えにしようとしています。なんですって？どうしてデュークはそんなことを？あの人は人間を信じていないのです。まだかな、え、パサオフ。多分あなたたちの中に 自分と同じものを見たからでしょう。あるいはあなた方が入れば自分が手を下さずに済むと思ったか。それは一体。俺たちにデュークのこと話してどうしようってんだ。いい加減正体を現しな。エンテルケイヤさんよ。え？その姿は。あんたのもの。Ach, die haben wir mal getroffen, ne? ディーン・アインゲビート、そしてダブーストノードポリカね。それでもあの人が同族にあだなす姿は見たこと。ほら、世界を救えるというなら協力を拒むつもりはありません。ですがあの人と違う方法を選ぶということは対決することになるでしょう。そうかもしれないな。
もしあなたたちがあの人に力を及ばなければ、あの人を止める者がいなくなる。あなたたちの力試させてもらいます。 Ah, ich mir schon gedacht. Ja, das ist sie. Das ist gut festgestellt, Yuri. Hätte er nicht einfach so sein können, so ja, ich gebe euch meine Kraft ist voll chillig und so, ne? Nee. Kann er nicht irgendwie. Oh Gott, jetzt bin ich noch einen Schritt nach vorne gegangen. Du hast irgendwas zum Klauen, merke ich gerade. Roter Salbei, alles klar. So, und dann mache ich mal. Wo ist denn jetzt vier Dinger? Oben. Ich dachte, ich kann mal vier benutzen. Was? Okay. Oh, ehrlich, ich bin. Das gibt's jetzt nicht. Machen wir einfach hier. So. Ich drücke mal ganz schnell. Richtig schnell. So schnell wie es geht. Ja, ich glaube, das war ein bisschen. Ich habe jetzt mal nicht mehr geschafft. Noch ein paar Mal von der Taste abgerutscht, ehrlich gesagt. Ich schäme mich. So. So, der Kampf einfach sehr. Wir haben irgendwie eine Geheimmission abgeschlossen gerade. Ich weiß nicht genau, was wir da gemacht haben. Ich glaube, Repeat hat irgendwie was gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Oh Gott, Hilfe. Nein, zu spät. Stell, du bist auch was tot, was? Geh ein bisschen weg. Bin schon wieder leicht tot. Oh, was zum... Hey, dieses fette Ding, hey. Au, oh mein Gott. Zwing mich nicht, ich kann nichts. Boah. So, machen wir den hier. Ja, ehrlich, ich bin gerade nicht da drin. Okay. Ist ein bisschen gerade aus dem Ruder geraten. Okay, diese Bälle, die auf uns schießt, die uns hier verfolgen, die finde ich nicht so dolle, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie tut Repeat so schnell seine Dinger verballern? Das ist schon ein bisschen krass, ne? Estelle, geh mal weg. Ich weiß nicht, warum die näher kommt. Ich habe die auf Zauber eingestellt. Die rennt trotzdem irgendwie auf die Gegner los. Jetzt wird sie hauen. Repeat, du brauchst nichts mehr klauen. Und deine TP für was Sinnvolles einsetzen, bitte. Kannst mir nicht entkommen da oben. Wenn das ein Angriff von uns war. Aber ich sage, bist du 59? Wir sind eigentlich nur 3 Level höher. Also wir so. Estelle! Warum? Okay. Schon sagen, wenn sie irgendwie hier blockiert wird. Nicht gut. Stell. Ich habe nicht eingestellt. Distanz halten, nur Zauberarzt, voller Arzt. Mein GP unter 65. Verstehe nicht, warum sie. Au, au, au. Hilfe. Oh Gott, ich bin tot. Ach, dieser Angriff ist voll unfair. Ja, danke. Gott, zum Glück war ich gerade in der Animation.
Gott, Rita. Geh in Deckung, Alte. Warte, ich beschütze dich. Nee. Ja, okay, ist gut. Und dann nicht hier so durch die Gegend. Oh, Rita hat keine TP, deswegen geht sie auf die los. Okay. Oh Gott. So. Natürlich fliegst du gerade. Komm mal her. So, komm. Ich glaube, 37 Treffer ist immer das, was ich bekomme, ne? Ja, ich weiß, wie viel Schaden das gemacht hat, aber da war eine Menge, glaube ich. Boom. Estelle, geh weg. Aber gut gemacht, Rita. Oh, okay. Au. Gott. Au. Wie ist denn das schon wieder passiert? So, setzt jetzt nicht direkt wieder Dings ein, ne? Ach, ich war nicht nah genug dran, ehrlich. Oh Gott, schon im Angriff drin. Sehr gut. Bist du eigentlich anfällig gegen Erde und Dunkelheit? Ist eigentlich egal, hau einfach alle Dinger rein. So hat vielleicht irgendwas geheilt. Aber meine Art sind. Oh, und Estelle hat auch, merke ich gerade. Oh, du bist gleich tot. Also gleich. Ah. Was macht mal jemand? Was? Ich prügel dich einfach durch. Dann werfe ich noch ein Biest auf dich. Dann ist im Boden gelandet. Oh Gott. Au. Oh Gott, Rita. Ich glaube, ist er schon mitten dabei, sie wieder zu beleben, aber mein Gott. Das üben wir noch mal. Und da ist Rita schon wieder tot gleich. Oh, Estelle. Ist nicht gut, dass du diese Krankheit hast. Also ich halte mich beschäftigt. Eine müsste gerade gleich noch rein. Dann muss er weg sein. Na gut. Ich bin auch mal. Ich gehe auch mal da rein. Repet, pass auf, du bist gleich tot. Oh, oder auch nicht. Okay, Estelle. Boom. Das ist mehr, wenn ich den mal mit dem Mystikrad kaputt hauen kann, ne? Au. Entdeckung, Alten. Ich habe dich auf Zauberarzt eingestellt, Estelle. Warum gehst du die Gegner los? Ich verstehe nicht. Ah.
Warte mal, nein. Oh. Guck mal. Oh. Das ist nicht so gut gerade. Ich muss das ausnutzen. Gut. Huja! Hu. Das wird nicht reichen, glaube ich. Aber egal. Das ist eine Menge Schaden. Das ist eine Menge Schaden. Ne. Über 37 werde ich nicht kommen, glaube ich. Oh, Repeat hat sein Lichtschwert ausgeholt. Repeat, du musst schon da drin bleiben. Oh Gott, da bitte nicht überleben. Boom, so. Oh. Da komm. Ja, okay. Oder so. Keine Mission abgeschlossen. Oh. Sehr gut. Regenbogenlinse und Jägermonokel. Neuer Titel, Todesfaust. Und alle haben ein Level ab. 1, 2, 3, 4. Boom. 4 neue Level Ups. Verdammt. Ich habe die letzten Worte voll ruiniert. So, dann bleibt noch ein Geist, ne? Geist des Feuers. Esther, yarimashou. Judith, onegai. やった。眠ってる。飲むの時と同じですね。 また新たな同士が生まれたのじゃな。時に何、時に寒風を滑るものか。ノームの時のようにエアルに侵されているわけではない。ほどなく目覚めよ。ありがとう、ウンディーネ。前にクロームが止めてほしいと言ったのはデュークだったんじゃな。クローム、 なんかデュークのこといろいろ知ってるみたいだったね。ええ、目覚めたらもっと詳しく聞けるかも。とにかく戻ろうぜ。そうそう、こんなとこ長いわ無用。またあの坂道か。お残具ダリー。Good, schlecht. Wir sind immer noch, weiß nicht, immer wieder auch immer das dieser Start heißt. Okay, ich habe einen neuen Titel mit Yuri bekommen. Todesfaust. Du kannst deine Gegner mit einem einzigen tödlichen Schlag außer Gefecht setzen. Okay, ich nehme an, weil ich tödliche Schläge sehr oft benutzt habe. Oh, da ist eine Truhe, habe ich gar nicht gesehen. So. Irgendwas. Jägermonokel. Objektverlust, das brauche ich. Weiß nicht, wenn ich das jetzt gerade geben soll, aber das brauche ich. Das ist gut. Objektverlust, das könnte mir hier helfen, wenn ich mal wieder Geld farmen muss. Von diesen einen Viechern. Ich wieder goldene Hörner ja haben muss.
gehört allgemein, wenn ich irgendwas brauche von irgendwas. Wir sind Level 63. Wir waren jetzt 4 Level höher. Ist jetzt nicht so krass, finde ich. Gegner holen auf jeden Fall langsam auf, weil wir nicht wirklich hier kämpfen gerade. Ich meine, wir kämpfen nur gegen Viecher, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Und ja, ich gehe jetzt noch mal hier nach draußen, guck, ob hier noch irgendwas passiert auf dem Rückweg. Ich nehme jetzt mal, ich rate jetzt mal einfach nein, aber ich lasse trotzdem mal hier den Weg noch drinne. Wir sind jetzt schon, sobald wir so 50 Minuten erreicht haben, ist jetzt sowieso schon egal. Ich jetzt noch ein bisschen weiter aufnehmen, jetzt haben wir schon fast eine Stunde erreicht, dann können wir direkt eine Stunde machen. Und deswegen ein Gebiet mit negativer Ausstrahlung. Ich habe schon gewusst, dass hier das Gips auftauchen, deswegen ja. でも、お日様がとても暖かくて気持ちいいわよ。楽観的。あら、こういう時こそピクニック気分で行かないと。確かに砂嵐が吹いても良さげな場所なのに、この晴れ具合、運がいいってことかもね。俺たち、ちょっと場所の雰囲気に飲まれかけてたってとこか。よし、気を取り直していくぞ。え、うろうろしてないで、前へ。調子よね。 Falsch. Wir sind wahrscheinlich wieder einige Viecher, die mir den Weg verschweren, wie du fetten Typen zum Beispiel. Hey, so eine Unverschämtheit, ey. Ja, ich hoffe, einige Charaktere lernen noch irgendwie was. Wenn ich ja nicht extra normalerweise nicht notieren muss und so, wenn ihr das hier schon gesehen habt. Ich wechsle gleich nochmal die Charaktere so ein bisschen durch. Na gerade, wir kämpfen nur gegen das Viech. Das ist nicht schlecht. Alter. Tschüss, Alter. So, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch Pharaoh, ne? Den müssen wir auch noch aufsuchen. Boom. So wie ich das mitbekommen habe. So, Max war mal hier durch einmal. Vielleicht lernen ja einige Charaktere was. Raven und Carol. Wir noch Patty und Judith gleich. Ehrlich? Hey, das gibt's nicht. So eine Unverfrorenheit. Vor allem die Viecher gehen auch nicht weg, wenn ich auf Flüchte aus dem Kampf. Das Allerschlimmste. Also langsam fängt mir an, das Spiel richtig Spaß zu machen. Also nicht, dass mir das Spiel nicht Spaß gemacht hätte vorher, aber jetzt, wo wir uns weniger so, weiß ich nicht, um so, was weiß ich, Blastia und was weiß ich alles hier kümmern. Ja, mit den Geistern ist jetzt mir irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Fantasy-Element jetzt hier wieder vorhanden. So ein vertrautes Element, mit dem ich was anfangen kann, anstatt eher Blastia. Intellexia, die tun ja so viele Fachwörter hier einwerfen in einigen Szenen. Ich kann schon mal, das ist hier am allerschlimmsten. Ich meine, Tales of the Abyss hatte auch so solche Sachen, ne? Hat es auch, soweit nicht. Phonons und all sowas, ne? Hyper Resonance. Aber hier irgendwie manchmal den ganzen Fachwörter zu folgen, ich finde das ein bisschen kompliziert. Ich bin wahrscheinlich der Einzige. Bin wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie zu doof dafür ist, hier dem Plot so ein bisschen zu folgen. Aber jetzt ist es ja zum Glück sehr überschaulich. Ich wusste. Ich habe zwar gerade gesagt, ich denke mal, hier kommt nichts mehr, aber ich wusste jetzt was. Du siehst ein bisschen anders aus als in einigen anderen Tales of Spielen.
おはようサンなのじゃ。目覚めたんだな。あなたはクロームと呼ばれる方がいいかしら。いえ、私はもうエンテレケイアのクロームではありません。新たな名を受けるべきでしょう。ならシルフって名前はどうです。風を紡ぐものって意味です。シルフ。In welcher Sprache denn ist er? ではそれを我が名としましょう。それじゃあ改めてよろしく。風の精霊シルフ。ええ、シルフ、デュークがなぜ人間を嫌うのか教えてくんねえか。わかりました。ジンマ戦争は知っていますね。エンテレケイアには人間と共に生きる道を選ぶ者と人間を拒む者がいました。ジンマ戦争は古代の禁を破った人間と人間を拒むエンテレケイアとの戦いでした。で、戦いはデュークという英雄の活躍により人間は勝利を収め。デュークが英雄？ What？ そうだったんですか。Ich hab's ihn aussehen. Vielleicht gedrückt. デュークが隠してた真相の一つってやつよ。都合のいい噂を流して具合の悪いことを隠す。単純だけど効果的なのじゃ。パーティー？あの戦争は。So wie mit Eifried, ne？ 力だけで勝利をつかんだのではないのです。共存を唱えるエンテレケイアの王者エルシフルが人間と共に戦い、人間に勝利をもたらしたのです。ちょっとルーシファー。マジかよ、そんな話俺も知らなかったぜ。けんども、この話がデュークの人間不信にどうつながるってのよ。エルシフルはデュークの友でした。デュークはエルシフルと共に人を拒む者の王者と戦い倒したのです。しかし戦争が終結した時、エルシフルの力を恐れた帝国は傷ついたエルシフルを襲い命を奪ったのです。生還するとデュークに約束していたにもかかわらず。そんな。なるほどな、人間を信じられなくなるわけだ。戦争の陰でそんなことがあったのね。デューク、哀れなのじゃ。あいつがどんなにきつい裏切りにあってたとしても、すべての人間の命を犠牲にする権利なんてねえよ。デュークより先に星神を滅ぼさなければ、結局人間は滅びることになるでしょう。急ぎなさい、気流を抑えました。これでパウルもここまで来ることができるでしょう。な、怖い。ありがとう、シルフ。精霊化は順調だけど。ああ、デュークもなんかヤバそげ。そうだな。Okay.Ich werde ja wohl nicht hier noch eine Katze nur so verpassen oder so, ne? Was Silfe sagte. Silfe. Ah, na. Silfe, du hast ja gesagt, Duke, du hast ja gesagt, 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 du人々のために戦ったのに悲しいです。英雄の放つ光は凡人には眩しすぎて怖くなったってとこか。強すぎる力が恐れを生んでしまったんですね。ほんとくだらねえ。Ja, da kam ein Idiot und hat alles für die ganze Menschheit hier vermasselt, ne? So läuft das doch immer eigentlich.Ja, dieser Kontinent, dieses Reich hat irgendwie meine Familie getötet. Das heißt, alle sind jetzt böse. Jeder einzelne. Was mache ich eigentlich? Ich wollte zu Dings hingehen, wieder um mich heilen. Weil es da am billigsten ist. In Hallo. Ja, und ich nehme jetzt mal an, hier kommen noch ein paar Skits. Ich kenne das Spiel doch, hier kommen immer noch Skits irgendwie.So,
Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde meine ganzen Fähigkeiten erstmal lernen und in den ganzen Dungeons mal nochmal erneut reingehen, um zu gucken, ob wir dann neue Monster da finden. 57%. Also ich werde jetzt, oh Gott, ich werde jetzt in jedes Gebiet hier nochmal reingehen und gucken, ob da neue Monster auftauchen, ob da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, neue Materialien mit diesen Monstern auf mich warten. Und ja, ich muss so oder so die ganzen Fähigkeiten lernen. Also wo ich jetzt die Sachen lerne, ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Ich kämpfe sowieso nur gegen übel schwache Monster, weil das am schnellsten geht, weil ich so oder so voll viele LP bekomme. Und ja, da jeder Charakter schon mindestens so zwei Waffen, glaube ich, hat zum Leveln, wird das, glaube ich, ein bisschen dauern, ne? Aber zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall fertig sein. Und ja, dann machen wir im nächsten Part den, dann besuchen wir den Pharaoh, um zu gucken, ob der sich bereitstellt, hier irgendwie zum Feuergeist zu werden, weil das wäre der letzte Geist, Ifrit, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.